Ein Cocktail mit Bourbon und zwei Amari und dennoch so leicht wie ein Papierflugzeug. Wir machen jetzt den Paper Plane. Hallo und willkommen bei den kultivierten Tresenwesen. Schön, dass ihr da seid. Ich bin Florian und der australische Barkeeper Sam Ross entstammt der Schule von Sascha Petruskis legendärer Milk and Honey Bar in New York City. Bekannt ist Ross selbst vor allem für seinen modernen Klassiker, den Penicillin-Cocktail, der auch im Milk and Honey entstand. Mein Video dazu findet ihr jetzt hier oben und als späterer Mitinhaber und treibender Kopf hinter der Attaboy Bar. Sowohl der Penicillin als auch unser heutiger Drink, der Paper Plane, finden sich in Sascha Petruskis Buch Regarding Cocktails, welches nach seinem Tod 2015 von seiner Frau Georgette Moga Petruski fertiggestellt wurde. Er schreibt darin, dass der Drink nach dem Song Paper Planes der Künstlerin Mia benannt ist, weil dieser 2007 rauf und runter lief, während Petruski und Ross den Paper Plane Cocktail für Toby Maloney's Bar The Violet Hour in Chicago kreierten. Maloney entstammte ebenfalls dem Milk and Honey und man war sich da freundschaftlich verbunden. Petruski beschreibt den Drink als Riff auf den Last Word. Das Video zu diesem Drink verlinke ich euch jetzt ebenfalls hier oben. Aber während der Last Word zwar frisch, aber vor allem kräftig daherkommt, ist der Paper Plane ein leichter Aperitif auf Bourbon-Basis. Ich verwende heute den Buffalo Trace in der Version mit 45 Volumenprozenten Alkohol, denn auch Sam Ross empfahl, einen Bourbon in den mittleren 40er Prozentzahlen des Alkoholgehaltes zu verwenden, da er im Drink eben nur ein Viertel der Zutaten ausmacht und das wohlgemerkt noch ohne Schmelzwasser. Naja, und sonst eben zu schnell darin untergeht. Es kommen zudem zwei Amari zum Einsatz. Zum einen der filigrane Amaro Nonino auf Grappa-Basis und Aperol, der gerne als fruchtige, leichte Version des Camparis bezeichnet wird. Dazu dann noch Zitronensaft, alles zu gleichen Teilen und wir erhalten einen fruchtig, frischen, leichten Drink. Man kann mit diesem Template auch einen deutlich würzigeren Cocktail erzeugen, den man zum Beispiel in einem kräftigen High-Proof-Bourbon, Campari und Ramazzotti verwendet. Wir bleiben heute aber beim Originalrezept. Wie immer findet ihr alle von mir verwendeten Zutaten, das Buch von Sascha Petruski, Werkzeug und Glasware im jetzt hier oben verlinkten Tresenwesen Homebar Shop beziehungsweise unter dem Video. Ja, schreiten wir zur Zubereitung. Der Drink wird geshakt. Wir brauchen also zunächst die Oberseite unseres Shakers. Wir brauchen einen Jigger in Zentilitern. Und wir beginnen mit dem Zitronensaft, von dem wir 3 Zentiliter brauchen. Ja, und wie ich schon sagte, das ist ein Equal Parts Rezept. Also brauchen wir von allen Zutaten die gleiche Menge. Also auch 3 Zentiliter vom Aperol. Ebenso 3 Zentiliter vom Amaro Nonino. Und 3 Zentiliter von unserem Bourbon. Jetzt schnappen wir uns die Unterseite und geben da Eis hinein. Der wollte nicht, aber er muss trotzdem. So, normalerweise sage ich ja immer so 10 bis 15 Sekunden. Sam Ross hat aber gesagt, man soll den Drink kräftig, aber kurz shaken, um ihn ja nicht zu sehr zu verwässern oder genauer gesagt, um ihn sogar weniger als üblich zu verwässern. Ja, weil das dem Drink einfach gut tut. So, und das machen wir jetzt auch. Also, 10 Sekunden mit richtig Kraft. So, das waren 10 Sekunden. Kalt ist der Shaker auch so, also da brauchen wir uns keine Sorgen machen. Wir geben einen Hawthorne Strainer hinein. Wir schnappen uns hier die vorgekühlte Cocktailschale und mit dem Feinstrainer seien wir den Drink jetzt ab.
Ja, und wie könnte es anders sein als Garnitur? Bekommt der Drink einen Papierflieger, ein Paper Plane, so eine kleine Wäscheklammer, und hier ist Samros moderner Klassiker. Ja, bevor ich den Drink gleich probiere, die obligatorische Bitte, ihr kennt es schon, wenn ihr häufiger meine Videos schaut, wenn euch gefällt, was ich hier mache, dann lasst doch gerne ein Like da. Wenn ihr in Zukunft kein Video mehr verpassen wollt, dann abonniert doch den Kanal und aktiviert die Glocke. Es sind wenige Klicks für euch, es kostet nichts, es hilft dem Kanal. Genauso wie die Videos gucken, bis zum Ende gucken. Ich sag danke dafür. So, dann zum Paper Plane. Cheers. Schönes Ding. Dezente Bitterkeit, Kräuternoten, extrem frisch, kaum süß. Bisschen Vanillenoten vom Bourbon und ganz viel Grapefruit. Richtig schön, diese sauerbittere Note, wie man sie eben von Grapefruitsaft kennt, obwohl wir hier gar keinen drin haben. Aber genau dafür ist der Drink bekannt und man schreibt das der Kombination von Aperol und Zitronensaft zu. Und ja, angeblich hat man damals während der Entstehung des Drinks im Milk and Honey davon gesprochen, alkoholischen Grapefruitsaft erfunden zu haben. Im Abgang ist der Drink jetzt überraschend trocken. Hat so wirklich so eine astringierende Wirkung, ne? Also dass einem so der Speichelfluss einsetzt, ist nochmal eine spannende, schöne Wendung. Insgesamt, hubala, ein toller Aperitif für den Frühling, sehr zu empfehlen. Ja, lasst mich doch gerne in den Kommentaren wissen, wie euch der Drink gefallen hat, falls ihr ihn nachmixt. Für heute war's das. Wenn ihr Lust habt, dann schaut doch mal nach unserer Kanalmitgliedschaft. Die findet ihr unter dem Video, da könnt ihr uns ganz besonders unterstützen. Oder nach unserem Instagram-Channel. Die gibt's jetzt auch noch hier oben. Im Abspann verlinke ich euch noch das Video zu Samros Midnight Stinger Cocktail. Ebenfalls ein grandioser Drink. Ich bedanke mich fürs Zusehen heute. Ich freue mich aufs nächste Mal. Macht's gut, bis dann. Cheers.